Hallo und willkommen zurück bei Elex. Ich würde sagen, wir folgen direkt weiter. Oh, eine Ratte hat er dann... Kann's weitergehen. Beim letzten Folge haben wir ja gefragt, wo eine Ratte geblieben ist. Die hat er dann doch erledigt. Aber ich würde gerne so viel alles erkunden, aber wir müssen ihm folgen. Jetzt reicht's mir. Habe ich da gerade irgendein unschuldiges Viech gekillt oder was? Zum Glück also wartet er auf uns. Sonst wäre er schon längst über alle Berge. Fertig? So wie wir hier alles angucken. Kann's weitergehen. Und ich meine, normalerweise würde ich sagen, ey, komm, lass doch mal da reingehen und sowas, aber das geht hier leider nicht. Komm, lass uns das doch mal angucken. Fertig. Guck mal, da sind Leute. Wer ist das? Kennst du die? Aber das tut er leider nicht. Also los. Ich habe das hier bei den toten Kleriker gefunden. Oh. Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Aus der Nähe betrachtet wirken diese Waffen weniger furchteinflößend, als man glauben mag. Trotzdem sollte man sie mit Respekt behandeln. Meiner Meinung nach gehören sie aus dem Verkehr gezogen. Glücklicherweise ist Goliath genau der richtige Ort dafür. Alter, das sind übelst die Fernkampfwaffen. Kann's weitergehen. Die gehören doch nicht aus dem Verkehr gezogen. Warte, wir essen noch mal was. Boah, irgendwann hoffe ich, kenne ich das ohne Schnaps. Aber ich habe hier gerade gelesen. Isst, was gar ist, trinkt, was klar ist, red, was wahr ist. Alles klar, gönnen wir uns. Wusste ich gar nicht, dass das alles da drunter steht. Wir haben uns erstmal einen Schnaps gegönnt. Kann man sich hier auch wieder besaufen? Oh, Teleporter. Wieso hebt denn hier keiner den Karren auf, by the way? Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Also, da fällt das Ding hier runter und es interessiert einfach keinen, oder was? Was ist mit den Leuten hier los? Gut, ich habe einen Jetpack, aber man hätte auch das hier aufheben können. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Na, wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Ja. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Drück L, um dein nächstes Mal zu markieren. Ja, also ich kann jetzt mich den Separatisten anschließen, ein Krieger der Berserker. Vielleicht können wir uns den echt mitnehmen, dann müssen wir gar nicht selber kämpfen. Also wir gehen auf jeden Fall mal in die Stadt. Was ist das hier? Hier steht doch was. Immer auf der rechten Seite, oder? Setzbrot. Also ich weiß schon, wenn der uns nicht reinlässt, wie wir reinkommen. Hat der schon mal gesehen, ne? Dann halt!
Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Da sehe ich aus wie ein Alp. Komm, den machen wir mal. Sehe ich aus wie ein Alp? Besonders Elex verseucht siehst du jetzt nicht aus. Oh, danke. Gut, das Argument lasse ich gelten. Trotzdem verstehst du sicher, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut. Nee. Und die Waffen bleiben stecken. Okay. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Aber ihr seid doch schon Berserker. Klar. Gut. Dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Danke. Ja, wer sind die Nebelkrähen? Komm, gucken wir uns mal alles an. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar, Ragnar der Stürmische. Ragnar, Sohn von Bjar. Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon Stimmt. erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Okay. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Nicht gar nicht. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Meister Thorald. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Oh, was ist denn das für ein Bildflimmern? Seht ihr das auch? Was ist denn das? Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Habe ich schon verstanden. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Kann man hier Schweine jagen? Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ungern. Ja. Noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Okay. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Aber... Oh. Drog? Ach, da oben. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen.
Das heißt, das normale Geld brauche ich gar nicht. Kann ich noch was mit die dem Die Nebelkrähen sprechen? Beobachten dich. Oh, gut zu wissen. Nehmen wir mal rein. So weit wollte ich jetzt nicht. Oh, hi, wer bist du denn? Such jemand anderen zum Reden. Okay. Hallo, wer bist du denn? Lass mich. Okay. Oh. Ist das Stehlmilch, den Hammer nehme? Hat keiner gesehen. Oh, wer bist du denn? Zum Quatschen fehlt mir die Zeit. Okay. Okay, öffnen ist verboten. Hier kann ich schlafen anscheinend. Oh, hi. Jetzt nicht. Okay. Hast du dich verlaufen? Verboten. Verboten. Ist ja alles verboten. Geh mal hoch. Ach, da kommt einer runter. Alter, hat der ein geiles Schwert. Setzerin. Was ist denn eine Setzerin? Sie setzt sich oder was? Hi. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Alles klar. Du kannst aber gerne Zeit für mich nehmen. Setzerin. Meine Güte, mit dem Jetpack wäre das viel schneller. Oh, Pfeile? Verboten. Das gibt's doch nicht. Das ist keine Stadt für mich. Die gibt es nicht für dich. Nicht? Ich will mit dir reden. Jetzt nicht. Okay. Hm, da ist noch einer. Ich will mit ihm reden. Wer ist das? Such jemand anderen zum Reden. Keiner will mit mir reden. Wir gehen mal hier lang. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Später vielleicht. Alter, die hat eine richtige Knarre da, ey. Wir reden später. Wenigstens wollen die später reden. Die anderen wollen gar nicht mit mir reden. Die wenigstens nur später. Alter, was sind denn das hier für Kugeln? Da kam auf jeden Fall Blut raus. So viel zu Waffe nicht auspacken. Alter, die haben ja dicke Ballisten hier. Warte, hier war doch was. Hier habe ich doch gerade was gesehen. Zum Einsammeln. Ich will so ein Ding schießen. Hier, setz ich mal da rein. Geht nicht. Ja, schon geil, wenn es nur so einen Eingang gäbe. Aber sehr altmodisch, sehr altmodisch. Wie willst du denn mit so einer Balliste? Oh, die ist nicht verboten. Also würde ich sagen, nehmen wir alles, ne? Ich habe X gedrückt, hallo? Wollte schon sagen, geht das jetzt nicht? Die Hose gucken wir uns direkt mal an. Ja, jetzt bin ich schon Jäger, ne? Jetzt bin ich schon besser als ihr. Oh, hi, Setzerin. Wir reden später, nehme ich an. Später vielleicht. Okay. Wir können die ja mal beobachten, mal gucken, wo die so hingehen. So ein bisschen stalken. Oh. Ja, hier ist natürlich wieder alles verboten. Aber wieso lassen die denn hier alles so rumliegen? Spielen wir ehrlich oder sind wir böser Dieb? Ne, ich glaube, wir spielen ehrlich. Wir hüten mehr das Gesetz, würde ich sagen. Hey, du. Oh. Bist du der Ersatz? Wie Ersatz? Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Gibt's noch was? Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Was ist ein Weltenherz? Er hat doch keine Lust. Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ich liebe diese Dialoge. Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser?
Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Ah, okay. Was ist Mana? Was ist Mana? Nix da, ich hab schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Persönlichkeit 2, was soll das denn sein? Ach, das brauche ich da. Ich habe nicht genug. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Am Eingang steht doch eine Wache. Ja, genau. Eine Wache. Aber sonst stehen dort zwei. Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Das ist kein Problem. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Motorschaden? Dich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Was? Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Das sind deine Rüstung und deine Schwerter aber auch. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Okay. Mir ist die Stadt aber eigentlich egal. Aber wir sind mal nett. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Also eigentlich sind wir schon so eiskalt. Ohne Rücksicht. Jetzt habe ich gar nicht zugehört, wo das war. Oh, hier geht's sogar hoch. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Okay. So, hier sollte der sein oder was? Vielleicht weiß der. Ach so, ja. Wegen deines Kumpels Alva. Was ist mit ihm? Wo ist er? Er sollte doch Wache stehen. Woher soll ich das wissen? Der kommt und geht, wie es ihm passt. Ganz unter uns. Ich glaube, Alva hat ein kleines Alkoholproblem. Wenn du ihn irgendwo findest, dann vermutlich da, wo es Alkohol gibt. In der Taverne. Frag doch mal bei Oran, dem Wirt, nach. Er könnte Alva gesehen haben. Alles klar. Hör mal, hier sind aber Serker, müssen doch alle voll die Säufer sein. Hier, lauf mal schneller. Oh, hier. Zack, Mana-Pflanze mitnehmen. Wir gehen mal hier hoch. Mal gucken, wo wir hinkommen.
Hier geht sogar weiter, ey. Das gibt's ja nicht. Gehen wir wieder runter. Aber wir gehen den coolen Weg runter. Im letzten Moment abgefedert. Hier dürfen wir nicht rein, oder was? Hallo? Wer zu Hause? Hallo? Wir klauen nichts, wir gucken nur. Aber die Betten kann ich ungestraft nutzen. Setzerbrot. Vielleicht heißen die Frauen deshalb Setzer, die sammeln Pilze. Oder die legen Pilze. Was blubbt denn da so? Ach, hier oben geht's auch weiter, oder was? Guck mal hier hinter. Was ist denn das Rote hier? Hier wollte ich noch gar nicht hin. Gehen wir wieder runter. Die Truhe haben wir schon gelootet. Da waren wir schon. Okay, wir folgen einfach mal dem Weg. Oh, hi. Was ist? Was ist? Ja, okay, dann. Nichts. Nichts ist. Ist schon okay, wenn du nicht mit uns reden willst, dann können wir dich nicht zwingen. Hier ist doch was. Die Frage ist nur, was ist hier? Nichts. Hier sind aber noch Leute, die wir fragen können. Oh. Alles mitnehmen. Hi. Ich kann jetzt nicht. Ich habe wirklich keine Zeit. Ah, jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Hallo. Gerade nicht. Keine Zeit. Weißt du, nicht mal Hallo sagen können. Okay, wir gehen jetzt so rum, würde ich sagen. Wobei da oben scheint auch noch was zu sein und da. Oder ist das nun eine Verteidigungswall? Hier ist auch noch einer. Oh shit. Verdammt. Alter, wo kommen die denn her? Oh, Ende. Ja, Ich bin tot! Ja. Oh ne, ich hoffe, ich muss jetzt. Okay, bei Elbow. Was ist? Ja, jetzt muss ich aber nochmal hier zurück, ne? Den Hinweis holen. Oh, das wäre echt cooler, wenn man so weiter nach vorne gehen kann. Ja, jetzt muss ich ja echt alles wieder machen. Ja, guck mal, der fliegt ja nur gerade nach oben. Das ist richtig nervig. So ein bisschen weiter nach vorne wäre schon nice. Vor allem, wenn der rennt. So. Wegen deines Kumpels Alva. Können wir hier skippen? Was ist mit ihm? Wo ist er? Nee. Er sollte doch Wache stehen. Woher soll... Doch, rechte Maustaste. Er. Okay. Das müssen wir uns ja jetzt nicht nochmal geben. Nee, da ist Rennen schon schneller. Sein Haus müssen wir auch nicht mehr... Die gut, die paar Pflanzen da können wir noch holen. Und dann killen wir die jetzt, die da hinten kommen. So. Verdammte Brut! Scheiße. Ich muss treffen! Keine Munition mehr. Mit dem Bogen mich anscheinend ziemlich gut. Pack das weg. Tut mir leid, ich war hier gerade diese Wühler am Töten. Tut mir leid. Alter, die geben alle Metallschrott. Okay, der macht einfach weiter. Das ist Urik, oder wie der heißt. Diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen.
Mutanten fressen doch Elex. Unser Mana ist nichts anderes als umgewandeltes Elex. Also versuchen die Mutanten, unsere Setzlinge zu fressen. Immerhin sind diese voll von Mana. Ich bin übrigens Orik vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Oh, hi. Verdammte Mutanten. Verdammte Mutanten. Ja, okay, dann nichts weiter. Ja, wir haben die Mutanten noch gekillt. Wir gehen mal hier rein. Oh, Eisenerz. Weggegönnt. Eisenader, da brauchen wir noch eine Spitzhacke. Die müssen wir uns noch besorgen. Aber ich glaube, mit dem Bogen war ich sogar echt stärker als jetzt mit der Axt. Das war gefühlt One-Hitte. Ja, dieses Jetpack, das macht einen nur langsamer. Das ist ein bisschen nervig. Wäre viel cooler, wenn das dann wenn das auch so nach vorne gehen würde. Also wenn man jetzt zum Beispiel läuft oder so, dass man nach vorne springt, nicht gerade nach oben. Aber auf jeden Fall geil, dass man überhaupt ein Jetpack hat. Das macht das Spiel wesentlich einfacher in ganz vielen Dingen. Alter, diese Sounds, die hat doch einer selber gemacht. Vom Summen. Hier, dieses Blab, Blab. Muss man mal genau darauf achten. Oh, den Leitfaden würde ich gerne aufheben. Lassen wir mal. Kommen wir vielleicht auch anders drauf. Jetzt machen wir mal Geräusche. Hat man gehört, war jetzt ziemlich leise, aber... Jetzt auch für Rollen zu machen, so. Oh, hi. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt... Suchst du etwas? Ich will mit dir reden. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich gehe ja schon. Oh, ein Apfel. Dreck mal gegönnt. Alles, was nicht rot ist, wird Dreck gegönnt hier. So, können wir irgendwas zu essen herstellen? Ja, hier 8-mal gebratenes Essen, zack. Also gebratenes Fleisch. Da können wir hochjumpen. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Natürlich sehe ich, dass du beschäftigt bist. Okay, hier kommen wir von da. Oh shit. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier den Weg hoch. Hallo. Was sind denn das für dicke rote Steine? So, von da sind wir gekommen. Also da war der Eingang. Wir reden später. Hi, wer bist du denn? Nein, gerade nicht. Nein, gerade nicht. Sie haben Rauchen. Böses Kindchen. Ein Besen. Wir haben schon einen Besen. Hier liegt ein Apfel. Gegönnt. Federvieh. Dürfen wir wahrscheinlich nicht töten. Federvieh. Geile Namen für ein Federvieh. Naja, wir gehen nicht hier hinterlang. Wir gehen jetzt erstmal hier rein, würde ich sagen. Hi. Wir reden später. Okay. Hallo. Jemand zu Hause? Alter, schickes Schwert. Aber wir sind doch lieb. Wir können doch nicht einfach jetzt hier ohne Anleitung. Ich würde gerne auch die Anleitung haben. Oh, hi. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Oh. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort.
Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen Sie mit Ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen. Ich kann es jedenfalls nicht. Zaubersprüche? Zaubersprüche, Magie, nenn es wie du willst. Unsere Gemeinschaft schuftet sich jeden Tag den Buckel krumm, damit wir von diesem Hokuspokus profitieren. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Wenn du dir was zu essen zauberst? Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Alles klar. Steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wer nicht, wie ich, das große Ganze im Hinterkopf haben muss, der merkt sich ja nicht einmal, was hier abläuft. Ach du Scheiße, haben wir viele Möglichkeiten. Oh, Persönlichkeit 4. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack! Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Sag du es mir! Weil du wütend bist? Sag du es mir! Was machen wir hier? Kann ich helfen? Also so lieb sind wir noch nicht. Wir sind immer noch eiskalt, ne? Aber wir antworten einfach mal. Weil du wütend bist. Allerdings bin ich das. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Weißt du, ich bin ein Fremder und ich soll's machen, ja? Dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Er ist schon sehr lange weg, sodass wir ihn hier nur noch den Pilger nennen. Wo genau, weiß niemand so richtig. Er hat einen wichtigen Auftrag irgendwo da draußen. Es hat wohl mit dem Elex und unserem Mana zu tun. Aber was genau? Keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit der Magie nicht aus. Nachschubschwierigkeiten, sagst du. Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du? Klar, dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ah. Ist auf jeden Fall viel wert dann. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Was, sie kann mir was beibringen? Bring mir etwas bei. Natürlich. Krass. Wie kannst du für deine Lernpunkte neue Fähigkeiten erwerben, sofern deine Attribute hoch genug sind. Alter, das ist aber teuer. Ja, das ist doch nice. Ja, das will ich. Das ist auch nice, aber das brauchen wir... Alter, da braucht man ja Unmengen viel. Aber erstmal gucken, was die hier einem überhaupt beibringen kann. Bücherwurm. Man kann lesen. Okay, Praktika. Also hier sind auf jeden Fall ganz viele coole Sachen.
Ist hier denn auch irgendwas bei, was ich mir überhaupt schon leisten kann? Das ist auch nice. Also ich muss wahrscheinlich fast für alles auf Intelligenz gehen. Oh, das heißt, wenn ich emotionslos bin, dann werden meine Dings erhöht, oder wie? Hey, warte. So ein Mist, ich will handeln. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Okay, was haben wir denn hier? Also das jetzt kaufen, ne? Na, wir gucken mal hier, das ist ja jetzt ja alles. Waffen, ein Beil und ein Zwinge. Ein Beil haben wir sogar. Das können wir gar nicht tragen. Okay, hier könnten wir nur eine Kapuze, aber das ist richtig teuer. Pures Mana. Mal gucken. Hier Anleitungen. Anleitungen würde ich mir auf jeden Fall alle gönnen. Hier gönnen wir. Und jetzt verkaufen wir aber auch. Na, wir verticken die Eisenstange, weil wir haben ja im Moment die rostige Axt. Wenn wir die nehmen können, machen wir natürlich das, verticken wir das andere. Die Werkhose brauchen wir nicht mehr. Ja, was sollen wir denn hier am besten verticken? Am besten, wovon wir viel haben und was auch viel wert ist. Hier, wo. Wir haben kleine Heiltränke, ne? Oder haben wir die normalen? Ich würde sagen, wir verticken einfach mal hier die... Oh, die Elex behalten wir auf jeden Fall. Ja, komm, die Sachen verticken wir auch mal. Okay, hier jetzt sind hier ein. Alter, hier viel. Das ist ja. Unmengen. Zigaretten könnten wir verticken. Klopapier. Alte Münze. Also wir haben auf jeden Fall viel Zeug, was wir wahrscheinlich einfach so verticken können. Aber ich würde sagen, wir behalten das jetzt erstmal. Wir akzeptieren jetzt einfach mal den Handel. Zack. Was haben wir nochmal gekauft? Wir hätten vielleicht ein paar Pfeile kaufen sollen. Hier, Anleitung Ring der Kraft haben wir jetzt. Brauche ich Goldschmied. Asselfleisch. Also Rezepte würden wir natürlich alles holen. Wenn man alles holen kann. Natürlich nur. Kann ich was für dich tun? Noch nicht. Hallo. Keine Zeit. Okay. Hallo? Wir sehen uns später. Okay. Trollkraut. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, ist ja gut. Später vielleicht. Okay. Ja, hier sind wieder schön Verteidigungsanlagen.
Hier geht's noch irgendwo rein. Ah, hier sind noch. Was ist denn hier noch? Was sind denn das hier für Netze? Okay, wir gehen jetzt erstmal da in das Loch. Wir wollen ja hier nichts verpassen. Vorstellen. Sie kann einfach nicht aufhören, das rumzuerzählen. Hier geht es anscheinend wieder normal raus. Ja. Wir dürfen kein Haus verpassen. Selbst dran schon. Schuldenbuch? Das ist dein Problem, meins. Okay, es ist sein Problem. Hier ist anscheinend Vorrat, aber hier gibt es gar keinen Weg nach oben. Das heißt, man muss immer hier hinten rumlaufen. Und hier liegt einfach so ein Schuldenbuch rum. Normal ist das aber auch nicht. Oh, hi. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja. Alles klar. Durch die Rüstung am Pinkeln. Okay, dann ist das hier das nächste Haus. Aber bevor wir reingehen, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.